Okay. Tja, wir werden jetzt lernen, wie wir Sachen abschießen können. Targeting, zielsuchend wahrscheinlich. Also wir haben hier jetzt, wir müssen ja auch nicht zielen in dem Spiel, sondern wir bekommen es hier ganz leicht. Jetzt darfst du mal schön drauf. Und dann kann man hier auch wechseln. Batz aufs Maul, direkt zwischen die Augenbrauen auf von dem Helikopter. Ja, der schlüsselt ab. Und tötet seine Freunde. Ja. Tja. Gut, so, da müssen wir schätzungsweise rauf. Genau, hier steht natürlich, wir sollen die Wände raufspenden. Das können wir natürlich machen hier, so einfach mal rauf. Ja. Und wir scheißen da ziemlich auf die Physik. Es gibt keine Gravitation für uns. Nö. Ja, da noch höher rauf, weil es eben nichts geht. Salto. Ja. Noch mehr Saltos. Tja, wir können hier natürlich auch uns an die Wand anhängen. Jupp. Und auf den Boden clashen. Tja, es hat niemand gesehen. Ja. Er kotzt gerade Blut hier, hast du das gesehen? Ja, das geht gar nicht, den konsumieren wir. Okay, wir können keine Leute konsumieren. Dann noch keine, vielleicht kannst du schon wie im Baseball den Typen schießen. Schießen mal einfach gegen die Hand. Schießen. Ja, das funktioniert. Das okay, funktioniert. Und dann hauen wir jetzt wieder ab hier. Ja, ich glaube, die Polizei oder so kann ich nicht verfolgen. Wenn jetzt im Tutorial, sage ich jetzt nicht. Noch nicht, aber später dann vielleicht. Ein bisschen wie geht da eigentlich? Jetzt tauchen hier zufällig Helikopter auf. Den werden wir Und wir dürfen ihn in Klimaanlage auf den Hals aufs Maul geben. Bam. Und dann das Ding hier. Was immer das ist, er hat mich getroffen. Ja, das sind dann schon ein bisschen. Tja. Also es gibt glaube ich sogar Helikopter, die überleben das. Ja, aber. Was natürlich sehr logisch aussieht, wenn du eine Klimaanlage raufbekommst und dann weiterfliegst. Also wenn euch ein Typ begegnet mit einer Klimaanlage in der Hand, dann lauft er einfach weg. Ja, und steigt auf keinen Fall in einen Helikopter. Kein Helikopter, keine Fahrzeuge, einfach weggehen. Das sind so die Überlebenstipps. Ja, der mit Bauchschmerzen ist. Und jetzt sind wir irgendwie schon wieder tot. Ja, und der... Das war doch ein bisschen zu viel Blei. Ja. Okay, jetzt sind wir tot, oder so? Nein, das war glaube ich nur... Ja, das glaubst auch nur du. So, Rage Mode on. Ja, der konsumiert jetzt den. Da kriegt man dann wieder Leben. Genau. Und jetzt hat er wieder die volle Power. Jetzt können wir uns auch in andere Leute verwandeln. Yep. Das wird uns jetzt gleich gezeigt hier. Hier sind wir zum Beispiel der Soldat. Und das ist dann relativ cool und wird auch in manchen Situationen ganz wichtig. Ja. Hier steht eben, dass wir mit Y die Leute konsumieren können. Jetzt müssen wir herausfinden, wer wir sind. Ja, wir müssen den noch consume the Black Watch Commander. So, okay. Jetzt konsumieren wir den jetzt noch. Jetzt gibt der mal Fettdresche. Ah, und jetzt haben wir wieder. Ja, jetzt haben wir so Visionen. Also wir übernehmen jedes Mal, wenn wir eine gewisse Person so konsumieren, übernehmen wir seine Gedanken oder das, was er gewusst hat. Die ganzen Gedächtnis und was er dachte, das wissen wir dann alles, also ist relativ hilfreich und so. Und das leitet eigentlich auch zu 80% irgendwie die Story weiter. Yep. So, dass man so Flashbacks-artig die Story dann mitbekommt. Ja, jetzt hat er da der Typ da, was er konsumiert hat. Hat zufällig deine Schwester gekannt und irgendwie kann er sich jetzt erinnern und wir müssen sie finden. Ja. Also. Auf zur Schwester. Auf zur Schwester hier. Wir können uns jetzt umwandeln. Ja, das ist uns dabei unsere einzige Fähigkeit. Da werden dann, glaube ich, noch bis zu, ich glaube, 10 oder so oder 6. Ja, wir können. Auf jeden Fall auch massig. Es fällt den Leuten nicht auf, wenn wir über Häuser springen, auf Wänden laufen. Das ist das einzige Manko, was das Spiel hat. Ich kann hier einfach quer über die Straße laufen und die Leute umrammen und es ist dann völlig egal. Ja. Also, bückt euch. Also man darf nicht anfangen über die Logik des Spiels zu flamen, weil dann so wird man halt da. Ja. Das Spiel hat just seine Macken. Aber es ist immer noch nicht. Ja. Find out who you are. So, was go hier,
geht, unten sieht unten links hier das, was manchmal gelb wird, bedeutet, dass wir gesehen werden. Ja. Und wenn wir gesehen werden, dann sollten wir uns möglichst nicht transformieren oder umwandeln, weil das vielleicht komisch aussieht, wenn ein Typ einfach auf einmal irgendwie ein Soldat ist. Und ja, dann ist fangen sie an, auf dich ein bisschen skeptisch zu werden und dir die Kugeln zwischen den Augenbrauen zu ballern. Mit denen sollen wir uns nicht an... Ja, das ist jetzt nochmal alles auf Englisch. Sobald das rot ist, sind wir erkannt worden und müssen fliehen, oder... Dann wird Alarm geschlagen und die attackieren uns dann. Es fällt den Leuten zum Beispiel jetzt nicht auf, wenn ich hier jetzt einfach mal runterspringe und neben ihnen hinwäsche. Sie rennen zwar her, aber... Hey, was da los? Keiner wusste, was passiert ist. Nicht auf, dass das irgendwie ich war und dass ich auch der einzige Typ bin, der hier gechillt einfach weitergeht. Ja, passt auf, genau. So, jetzt. Wir sehen uns hier noch unauffällig um, ob uns da keiner beobachtet. Okay. Ja, da. Ja. Der kommt jetzt mal aufs Maul. Ich schlag. Ja. Und sie glaubt. Das sind der derbe Vergewaltigung. Tja. Ich weiß nicht, sollen wir die Teile überspringen, weil es wird nicht viel erzählen eigentlich hier. Ja, lassen wir es. Ja, ein bisschen. Ja. Es wird jetzt aufgegriffen, was wir hier vorhatten und was jetzt passiert ist. Wir können nicht nirgends hin. Wir sind jetzt verstoßen. Ja, sie hat versucht, irgendwie Informationen rauszubekommen und die haben sie geschnappt und sie wollte wissen, was mit uns geschehen ist und so. Und jetzt, ich glaube, das wird jetzt unser Unterschlupf. Für die Zeit jedenfalls. Ja, und seine Schwester, Dana, glaube ich, heißt sie, Dana, hat da schon researchen anstatt. Ja, die ist irgendwie so eine Hobby-Hackerin und hackt einfach mal die Datenbank von Gentech. Tja. Er sagt jetzt irgendwie, sie soll hier bleiben und er wird jetzt alle töten. Und konsumieren. Und konsumieren. Natürlich. Konsumieren und mit Klimaanlagen herumschießen. Ja. Klimaanlage. Ja. Die Technik. Diese Klimaanlagen. Mission complete. Yeah, wir kriegen jetzt 5000 EP. Okay, wir haben hier jetzt nur einen Zivilisten getötet. Ein Zivilist, 90. Sehr wenig. Ja, normalerweise haben wir mehr Märkten gewissen. Ich glaube, dass oben wie viel Erfahrungspunkte wir. Und das Military Expenditure ist, glaube ich, wie viel Sachen wir zerstört haben. Ja, wie viel Schaden wir dem Militär angerichtet haben. Nehmen mal die Klimaanlage und nochmal das Ding zu den Staatlichen. Ja, die sind so stark. Das Objekt wird dann logischerweise durchsichtig, sonst könnten wir nichts mehr sehen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja, jetzt können wir das dann hier gegen die Wände slayen. Bam. Und tot. Ja. Da wurde gerade irgendwie jemand von der Klimaanlage. Scheißegal, Klimaanlage runtergefallen. Das komplett normal. Und jetzt. Ja. Jetzt werden sie ein bisschen aufmerksam, weil, oh Gott, was macht Hey, wer war das? Und was ist jetzt los? Okay. Jetzt bekommen sie ein bisschen Stress. Ja, jetzt wissen sie nicht ganz, wie sie reagieren Massenpanik. Sollen. Massenpanik. Ja, irgendwie sind ja noch gar keine Zombies, ich glaube. Oh, es gibt manche. Ist ein Auto zusammengefahren. Das tut mir leid. Tja, es gibt manche Menschen, die in diesen Situationen dann das Friedenssymbol machen. Und kotzen. Und dann gibt es Menschen, die einfach so tot da liegen. Ja, die waren ja genau, Leute, die was sagen, ja, Friede. Ja, die einfach ihre Hände deuten, so im Sinne von, ja, Friede. Und mit denen haben wir immer das Gleiche gemacht. Und die Bam. Immer, weil für das gehören geschlagen. Wir sind jetzt nicht so die Friedenspartei hier. Eigentlich sind wir komplette Arschlöcher, weil wir die ganze Zeit die Zivilisten slayen und das musst du in dem Spiel machen, sonst kannst du nicht überleben. Weil wenn du dich nur von den Soldaten ernährst oder wenn du regenerierst, dann kommst du gar nicht zusammen mit den Lebenspunkten. Nein. Nicht so wirklich.
Und später ist es dann halt irgendwie so, dass die dann, ja, ich verrate jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber das habt ihr schon gesehen, die sind dann alle Zombies und dann sind wir gar nicht mehr so böse, weil wir sie von ihrem Leid als Zombie erlösen. Ja. Ich glaube, das war hier, oder ist die Anfangsmission hier? Ja, da war die Anfangsmission hier. Ja, hier war die. Aha, cool. Und springen wir auf. Ja, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen werden wir versuchen, einfach durchgehend zu reden und im Notfall so viele Leute wie möglich zu slayen. Ja, weil wir einfach keine Fähigkeiten der Welt haben. Wir können später fliegen und schneller laufen, höher springen. All das, was schneller man fliegen. Halt normalerweise so kann, wenn man älter wird. Genau, wenn man so 30 plus ist, dann kann man noch eine Weile fliegen. Und Walljumps und Wallruns im ganzen Haus rauf. Tja, und jetzt können wir eben nichts, außer dass wir zu Alex Mercer wieder werden. Und wieder nicht zu Alex Mercer. Oder zu dem seelisch verkrüppelten Soldaten. Ja, oh, das war jetzt sehr uncool von mir. Ja, jetzt kommen die ganz groß, das werden wir gesehen. Ja, jetzt werden wir gesehen, das würde ich jetzt. Ich wollte es ja eigentlich mit illustrieren. Ich glaube, ja, auf der, wenn ich jetzt auf nach der Minimap, gehe, glaube ich, dann hier unten Switch steht und ich wechsle, dann wissen die auf einmal nicht mehr, wer ich bin. Ja. Ich stehe zwar auf einem Hausdach, aber welcher Name ist denn da? Steht nicht auf dem Hausdach. Oder springt hier runter. Tja. Anfangs sind auch nicht so viele Polizisten. Ich glaube, die weißen Punkte, was dann die weißen haben? Punkte sind jetzt nur die Soldaten oder die Polizisten. Oder die Typen, die was uns gesehen haben. Kann das sein? Die was wissen, wer wir sind. Ja, wer ist das nur? Ja, wir sind's. Ja, jetzt ist euch. Machen wir jetzt erstmal hier die Mission. Moin, moin. Tja, irgendwie wissen die, dass wir dahin wollten. Ah, er bekomplizierte mathematische Formeln. Ja, das ist irgendwie seine Vergangenheit. Und er hat eine Frau. Oder hatte eine Frau. Bam! Okay, er hatte eine Frau, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die haben gerade seine Apartment in die Luft gejagt. Ja, und der macht einen Backflip und bam, ja, auf die Straße. Jetzt sind wir wieder im Rage-Mode hier. Ich glaube, das war jetzt nicht das, was er unbedingt wollte. Ja, jetzt kommen die Tanks. Ah, genau, da müssen wir uns umbringen. Ja. Was folgen und umbringen. Hier oder? Sieht man eben, ja, hier sieht man einfach, dass die Story einfach kein Messer interessiert. Es wurde gerade sein Apartment in die Luft gejagt mit all seinen Erbschaften und das Einzige, was er jetzt vorhat, ist, dass er alle Leute umbringt. Ja. Was haben wir hier? Healing Marine. Ja, wir müssen die jetzt ausgestanden. Ja, bis hier ein Supporter kommt. Wenn der so ein WLAN-Zeichen über den Kopf hat, dann heißt das, er ruft Verstärkung und die muss man so schnell wie möglich töten, sonst kommt die Verstärkung. Und die Verstärkung ist aber jetzt nicht so, dass ich... Ja, es war jetzt gerade zu spät. Die Verstärkung ist jetzt ein Helikopter. Und das ist das Strike-Team. Tja, es ist jetzt nicht wirklich so schwer im Moment. Ich kann zum Beispiel die Leute geben. Das tut ihnen nichts. Also nehme ich jetzt mal Steine. Steine und ja, the fuck. Oh, das hat mich getroffen. Die hauen jetzt nimm mal irgendein scheiß Auto oder ein Taxi. Ich nehme jetzt noch mehr Steine. Ja, die fliegen ja von uns davon, oder wie? Ja. Ja, noch einmal kurz stehen. Ja, und nein, bleib stehen. Ja, das war jetzt sehr logisch natürlich jetzt. Ja, das... Und jetzt weiß natürlich niemand, wer wir sind. Wer sind wir nur? Wir sind ein normaler Soldat hier, der gerade neben seinen Truppen steht. Ja, er ist der einzige Überlebende. Und, scheißegal. Der wir ist neutral, wie man auf dem... Verlieren. Wie man am... Ich glaub, ich auf der Minimap sieht man dann, dass der weiß ist, der Helikopter. Vorher war er rot und wenn der weiß ist, dann ist er nicht... Dann attackiert er uns nicht. Ja, dann weiß er nicht, dass wir existieren oder so. Na, no, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt vor dem Helikopter hier... Ah, ja, genau. Kommen. Wir müssen nicht... Ah, ja, genau. Ich fett durch den Park joinen. Okay, das haben wir auch schon geschafft. What the fuck? Die fragen sich jetzt natürlich, wer ich bin. Und wir laufen hier jetzt einfach mal im schnellen Sprint.